Kommt mal bitte alle hier zum Wagen der Handparade vor. Wir wollen die CDU ein bisschen ärgern. Alle mal bitte her zum Handparadewagen. Keine Angst, ihr dürft hinterher wieder zu den anderen Wagen. Sammelt euch noch mal ein bisschen hier, wo ihr mich hören könnt. Keine Angst, die Polizei passt auf, dass Angela uns nicht überfällt. Nazi Merkel, ne? Ach. Es ist sehr schön zu sehen, wie viele wir heute sind, aber es ist auch verflucht anstrengend. Wenn ich also zwischen euch lang sprinte und immer mal einen schubse, nehmt es mir nicht übel, es ist zum Wohle des großen Ganzen. Hinter euch seht ihr die Bundeszentrale der CDU. Ah, nicht einfach buhen. Wir haben Argumente, wir müssen nicht pathetisch werden. Die Leute, die da drin arbeiten, bin mir sicher, auch jetzt werden da eine Praktikantin ausgebeutet, aber die Leute, die da drin bezahlt arbeiten, sind seit 4 Jahrzehnten schuld daran, dass jedes Jahr eine 6-stellige Anzahl Kiffer ins Gefängnis kommen. Und das ist denen in diesem Haus durchaus bewusst, was sie für eine Scheiße bauen. Sonst hätten sie nicht so viel Angst vor uns. Dann würden sie nämlich nicht all diese Uniformierten hinstellen, sondern irgendeinen aus dem Hause herschicken und zu euch reden. Dass sie das nicht tun, zeigt mir, dass sie feige sind, dass sie Angst haben. Und zur Angst vor uns. Um mal Bill Hicks, einen amerikanischen Comedian, zu zitieren. Stellt euch das mal vor. Da ist ein Krieg gegen Drogen und die Leute auf Drogen gewinnen ihn. Wir haben im Team lange überlegt, was wir hier an dieser Stelle für Reden halten sollen. Und es wäre ja nun ein leichtes gewesen, hier einen SPD-Politiker und einen von der Linken hinzustellen und die übliche Mutti ist doof Hetze zu machen. Stattdessen haben wir uns für ein paar intellektuelle Redner entschieden. Aber bevor ich das Programm wieder in Angriff nehme, muss ich erst noch was nachholen. Ganz am Anfang der Demo seht ihr einen Riesenjoint auf einem PKW. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der gute Hussein ist mit diesem Joint, genauso wie er da jetzt drauf ist, quer durch die Republik gefahren, um für die Handparade Werbung zu machen. Hussein ist nämlich nicht nur Geschäftsmann, der Chef von Udopea, einer Franchise-Kette, die sicherlich auch bald in eurer Stadt eine Filiale öffnet. Er ist auch ein ganz aktiver Streiter für die Legalisierung. Er hat sich letztes Jahr auf der Cannabiskultur in Bremen, in seiner Heimatstadt, mit an der Aktion beteiligt. Danke nochmal dafür, Hussein. Und als kleines Dankeschön für die viele, viele Mühe, die er sich gemacht hat in den letzten Jahren. Sei es nun in Form von Euro oder sei es in Form von Riesenjoints auf PKW-Dächern. Hut ab! Dafür darf er jetzt auch ein paar Minuten zu euch sprechen, oder etwa nicht? Hussein! Moin! Ich hoffe, hier sind auch ein paar Kritiker. Ich glaube nicht, wir haben nur Aktivisten. Gut. Aber ich werde trotzdem mal so reden, wie ich mir gedacht habe. Also, ich stehe dazu. Mein Name ist Hussein Beyfina Illerding. Ich bin Arbeitgeber und Ausbilder. Ich habe 2 Kinder und Familie. Ich mache meinen Sport und pflege meine sozialen Kontakte wie jeder andere auch. Und ich kiffe! Na und? Es spielt im Grunde genommen keine große Rolle. Es geht ja nicht um mich. Ob es nun für mich persönlich spielt es keine Rolle, ob es legal wird oder nicht. Ich kippe sowieso, wenn mir danach ist. Es geht hier eigentlich um viel mehr. Es geht um uns alle. Es geht um unsere Gesellschaft. Es geht um unsere Kinder, um meine genauso wie um eure. Ja? In den letzten Jahren wurden mehrere Leute eingeliefert mit einer Bleivergiftung in den Krankenhäusern. Wenn euer Kind
einmal probieren möchte, einmal einen rauchen möchte, weil es mal wissen will, wie es ist, und an den falschen Dealer gerät, ist es auf sein Leben lang krank, wenn es sowas erwischt. Wir brauchen aktiven Jugendschutz und wir brauchen Aufklärung. Die Jugendlichen sind nicht doof. Die ganzen Märchen sind doch für den Arsch. Der Dealer auf der Straße, der fragt seinen Kunden nicht, wie alt er ist. Und ihm interessiert es noch weniger, was er dem verkauft. Der will nur Geld machen. Jugendschutz ist Pflicht. Auch für die Leute, die nicht kiffen. Es geht um mehr als nur, ob ich einen rauchen will. Amerika hat selber auch schon vor Jahren eingestanden, dass die Prohibition nichts bringt. Ne? Es ist nur verschwendetes Geld. Das Verbot von Cannabis oder auch jeglichen anderen Drogen unterstützt nur mafiöse Strukturen. Wir wollen das nicht. Wir wollen eine aufgeklärte Gesellschaft. Es wird Zeit, andere und neue Wege zu gehen. Es wird Zeit, umzudenken. Und das sollen die da oben auch mal wissen. Die wissen das doch. Es klappt nicht so, wie es vorher war, und wir ändern. Meine Wahl, Hanf legal.